Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nafrika Box von Sammy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nafrika von Sammy, das Ganze am vergangenen Freitag, den 14. Juni erschienen. Wir haben hier eine gelbe, ja, bunte, würde ich sagen, eine bunte Box mit einem sehr eigentümlichen Muster. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, jawohl. So sieht das aus. Also hier oben lesen wir einmal in gelber Schrift Seiten auf Null präsentiert. Also das ist das Label. Und dann hier Sammy Nafrika. Und das Ganze ist vom Design her in so einem Ziermuster. Also ich verbinde das automatisch irgendwie mit Afrika. So diese Gewänder sind ja auch immer so sehr bunt von den Stamme. Ja, was heißt Stammesgewänder, aber so diese klassischen rituellen afrikanischen Gewänder, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, die sind ja auch immer sehr farbenfroh und so mit so speziellen Mustern. Das assoziiere ich auf jeden Fall damit. Dann haben wir hier an der Seite dasselbe, unten dann dieser gelbe Bereich. Und auf der Rückseite lesen wir dann auch wieder Seiten auf Null präsentiert. Und dann haben wir noch einen Barcode, der allerdings hier aufgeklebt ist, nicht aufgedruckt. Spannend. Gut, wir haben hier eine reguläre Klappbox, bedeutet, das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. Und wo ich vorhin schon bei diesem traditionellen Gewand war, haben wir auch nochmal hier eins mit dabei. Also einmal hier dieses Oberteil. Dann haben wir hier eine Bonus-EP, die Nafrika Bonus-EP. Das Album Nafrika. 1, 2 Sticker. Eine Autogrammkarte. Und ein Poster ist auch noch mit dabei. Von innen die Box in weiß gehalten. Dann packen wir das Ganze mal zur Seite. So, einmal und zweimal ja noch in Folie. Dann werden wir auch mal die Sachen aus der Folie holen. So. Jawohl. Gut. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Sieht so aus, also vom Design her sehr ähnlich wie die Box. Auch hier wieder dieses Muster, diese Zierfarben. Und dann lesen wir hier Sammy Nafrika. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase hier auf der Seite in weiß gehalten. Hier lesen wir nichts weiter, hier haben wir wirklich nur diese Zierleiste. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl und wir haben hier jede Menge Features. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Features, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Da sind echt einige dabei. Loco Ben, King Khalil, Anonym, Lil Lano, Masi, Reda Ruena, Paiman, Chelo und Abdi und Sadik. Hier unten haben wir dann auch noch die Infos, also Seiten auf Null, das Label. Belief in diesem Fall, die haben den Vertrieb gemacht. Und dann rechts unten noch ein Barcode. So, es ist das zweite Soloalbum von Sammy, das ja auch, wie so viele Alben in letzter Zeit, einem Leak zum Opfer gefallen sind. Also das Album wurde ja schon am 5. Mai digital released und jetzt vergangenen Freitag, also mehr als einen Monat später, erst jetzt am 14. Juni, also 5-6 Wochen später, wurde jetzt das physische Album erst veröffentlicht. Das ist natürlich schon heftig. Wir kommen zum Booklet. Wir haben hier die ersten drei Tracks inklusive der Info, wer hier gefeatured wurde. Die Produzenten sind hier nicht vermerkt. Dann ein Foto von Sammy. Sieht so ein bisschen nach Schnee und Skipiste aus.
Dann Foto Nummer 2. Okay, also auch hier wieder so Schneeflockenoptik. Dann haben wir hier eine umfangreiche Danksagung. Die letzten Tracks 7 bis 14. Ah ja, gut. Ich wollte gerade sagen, wo ist der 15. Track? Nachdem ja hier 15 Tracks aufgelistet sind. Ja, man hat hier sich einfach dafür entschieden, Track 14 zweimal anzuführen. Einmal Track 14, Bang Bang, und einmal Track 14, Honey. Ja, das ist dann wohl ein Fehler. Wir kommen zur CD. Die sieht so aus, klassisch in diesem Design. Ihr kennt es, jawohl. Rückseite in diesem Fall weiß. Dann kommen wir zur Bonus-EP. Die kommt in so einer Papphülle Sammy und ABK Nafrika Bonus-EP. Auf dem Cover spannenderweise nur er. Kein Foto von ABK. Und wir haben hier fünf Tracks mit dabei. Solo-Track, dann von beiden, dann ein Solo-Track von ABK und drei. Also drei insgesamt sind hier von den beiden entstanden. Und jeweils ein Solo-Track von Sammy und einer von ABK. Okay. So sieht das Ganze aus. Hier ist er mit drauf, also auf die CD. Auf die CD-Bedruckung hat er es geschafft. Dann haben wir Sticker mit dabei. Und zwar in diesem Fall zwei Stück. Die sind in so einem Silber-Hochglanz-Stil gehalten. Wir lesen hier einmal Saiten auf 0. Ist so geschlungen, also wie ein S eben, der Schriftzug. Einmal in Silber und Schwarz und dann einmal hier so in Grün und Schwarz. Ich hoffe, man kann das ja halbwegs sehen. Und beide Sticker sind in diesem Fall rund, also kreisförmig. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei. Die sieht so aus, also das Foto, das wir auch schon aus dem Booklet kennen. Allerdings spannenderweise hier diese Schneeflocken, diese weißen Elemente hier nicht mit dabei. Und hier mit schwarzem Stift lesen wir Sammy, Rückseite blank weiß. Das Ganze kommt im Hochformat. Ein Poster ist mit dabei, wie so oft. Schauen wir uns das mal an. Okay. Also, hier unten lesen wir natürlich wieder den Albumtitel Nafrika. Und dann haben wir hier die beiden Fotos von Sammy, einmal mit Sonnenbrille und einmal ohne, also beziehungsweise Sonnenbrille auf dem Kopf anstatt im Gesicht. Einmal mit Hoodie oder ja, Zipfweste und dann auch hier mit Jacke vor roten Wolken. Okay, das Ganze ist im Hochformat und einseitig bedruckt. Vom Format her, was wird das sein? A2, A1, ich würde mal sagen A1. So, packen wir auch das wieder zusammen und kommen zum letzten Boxinhalt. Und das ist ein Kleidungsstück, in diesem Fall ein Oberteil. Und wie anfangs erwähnt, auch das hier in diesem afrikanischen Stil gehalten. Und zwar haben wir hier ein rotes Hemd. Also rot, orange, rosa, schwarz, die dominanten Farben hier. Sehr interessant. Es riecht auch sehr interessant. Also ich habe sowas noch nie in einer Box gesehen. Wir haben hier unten dann auch noch zwei Taschen angenäht auf der Vorderseite. Okay. Ansonsten hier alles durch und durch gestaltet in diesen Mustern und Ornamenten. Auf der Rückseite ebenso. Also auch hier wieder diese Ornamente komplett. Dann haben wir hier noch auf der Seite einen Zettel angenäht. Hier lesen wir auch nochmal Nafrika. Und das Ganze ist dann auch hier vorne noch im Kragen, hier im Ausschnitt, hier so ein bisschen eingeschnitten, also etwas vergrößert. Nafrika lesen wir auch hier.
Größe M, 100% Baumwolle und Made in India. Grüße gehen raus. Und wir sehen, ja, das freut mich ehrlich gesagt nicht so. Also wir haben hier zum Beispiel so Farbfehler oder hier zieht das Ganze schon Fäden bei mir. Ich hoffe mal, dass es bei euch etwas besser ist oder in einem besseren Zustand ankommt, noch keine Fäden zieht. Aber ja, so viel zu diesem Nafrika-Hemd. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt vom Stil her nicht ganz so meins. Also ich werde das eher nicht tragen. Aber wer weiß, im Urlaub oder wenn man irgendwo an heißen Sommertagen unterwegs ist, gibt es sicher den einen oder anderen, der das gerne tragen würde. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Hemd, dann die Autogrammkarte in schwarz, also mit schwarzem Stift unterschrieben, die beiden Sticker kreisförmig und hochglanz, die Bonus-EP von Sammy und ABK in der Papphülle, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, sowie natürlich das Album mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Sammy Nafrika. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sammy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.